Vielleicht warten wir einfach nochmal einen Tag hier. Und chillen ein bisschen. Damit die Verletzungen weggehen und dann gehen wir weiter. Weil sonst geht es denen echt nicht so gut. Oh, das ist übrigens so ein Event, was ich meinte. Along the way sind immer Events, die einfach so unterwegs passieren. Xeli bringt uns zu einem Riss in der Seite auf einem Kalichsperm. You can see something glinting in the dark, whatever it is. Its earthen hold would be hard going to dig through. The cells would not. I know it's in there good and solid, but I reckon that's something worth fetching. What you're thinking? Wir können jetzt entscheiden, dass wir das nicht machen, weil es schwer ist, oder wir könnten buddeln. Wir buddeln, ich bin gierig. Wir verlieren 5 Tools und Ricky hat sich die Nase dabei gebrochen. Och nö. Tools are good for the task. They get to it and best of their abilities, but they've barely started the dig when a chunk of Kalish slides free and clips Dicky, knocking him out cold. The desired treasure rolls out after him and you come to find it's a rusted, rusticated piece of metal of almost no use to anyone. Fuck. Ja gut, Ricky, wir waren hier gerade beim Tempel, wir gehen nochmal zum Tempel. Ja, schlecht. Danke, Xeli. Is content for now being in reserve. Ja. Also ihr beiden wärt halt schon gut, dass... Minus 5 Fatigue Recovery ist kind of okay. Minus 30% Initiative ist wahrscheinlich auch okay. Problem ist hier die Skill-Reduzierungen. Er ist dann halt einfach wirklich nur im Weg. Nee, dich will ich nicht. Ich will den ersten Contract haben. Ich brauche das Geld. So, die Spuren. Follow the tracks east of Sandstead. Landstadt? Das sind Spuren. So, jetzt müssen wir hier so einen Diebesbande verfolgen. Die in die Wildnis damit abgehauen sind. Das ist aber gefährlich, Leute. Da sind sie. 7 Stück. Hier sind auch 5. Let's go. Bleib einfach stehen. Okay. Many Brigand Thugs. Bei dummen Ideen immer vorne mit dabei. So, hier ist jetzt wichtig. Wir haben hier eine Erhöhung. Die werden wir jetzt direkt einnehmen und darauf fighten. Weil wer oben ist, hat Vorteil. Auch wenn die dann oben stehen. Also wir werden hier drauf fighten und hier drauf fighten. So hauptsächlich. Damit wir halt die Erhöhung für uns nutzen. Ach, die haben wieder Range-Dingens-Bombs. Natürlich nicht so geil. Aber hier können wir einen First-Hit machen. Jawohl! Dem geht's schon mal nicht mehr gut. Oh, du kommst nicht... Ach ja, weil du... Ja, du kannst nicht laufen mehr. Ja, ja, klar, 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 klar. Das zeigt immer an, dass der den sozusagen blockt. Die Sicht blockt. 63, 59. Du bist ein gefährlicher Dude. Oh! Was ein Snipe! 22 Damage, 39 Damage ist auf das Pierced Sides. Direkt mal hier Adrenalin, dass wir nächste Runde zuerst dran sind. Da verteidigen wir uns. Verteidigst dich. Ja, dem geht's schon nicht mehr gut. Sind wir mal ehrlich. 72. Geil. Ey, nicht mit dem Dolch abstechen. Dolche haben die Fähigkeit, an Rüstung vorbeizugehen. Aber der blutet. Scheiße. Sono blutet. Und die wollen hinten an meine Leute ran. Die wollen hinten an meine Leute ran.
erstmal den köpfen. Das finde ich eine gute Option. Dass den keinen von denen das interessiert, ey. So, den nächsten abgestochen. So, shit. Wollen hier hingehen. Damit die hier nicht an meinen Range-Dude rankommen. So, ihr kümmert euch um. Ne, Moment, da ist ja noch einer. Ich da. 82. 82 daneben. Sacred. Was sollen die denn? Was sollen die denn? Und er versucht mich zu pieksen. Ja, jetzt bin ich halt im Nahkampf. Jetzt kann ich nicht mehr fernkampfen. Muss ich hier wechseln. Um in den Nahkampf zu gehen. So. So, in 50, 44. Kann ich direkt nochmal da reingehen. So, mit dem ist jetzt vorrücken. Ob ich will oder nicht. Da ist noch einer. Ja, ich rück hier vor, damit du aufhörst, meine Leute zu pieksen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt ist der auch in schlechter Moral. Und der ist am Leck gelaufen. Perfekt. So, dann können wir einfach hier reingehen. Weil der kriegt eh die Free Hits ab. So extra. Und der ist auch nicht mehr gut dabei. Das war ein Kopftreffer, würde ich sagen. Ja, Head für 53 Damage. Also an Sono zu mögen, ey. Ich fange echt an, Sono zu mögen. Ah, kann ich runterstoßen. Perfekt. Kann ich, glaube ich, das wieder machen? Aber dann muss ich nachladen. Ja, dann kann ich mehr laufen. Also ich habe den gerade mit einem Schild hier runtergeschubst. Das ist der Trick, den ich gemacht habe. Sehr gut. You are dead. Dann gehen wir zu dir. Eli muss ja auch ein bisschen austeilen. Dann kann der halt nämlich nur einmal angreifen und nicht zweimal. Mach. So, du bestät. Jetzt müssen wir mal unseren Dudes hier helfen. Nun stellen wir sie. Ich würde es eigentlich ganz gerne. Das ist halt 62. Auf den Kopf! Mal ein Kopftreffer. Lecker, lecker, lecker. So, ich darf einmal einmal Fernkampf machen, weil ich nachgeladen habe schon. Jetzt halt nicht mehr. Also das kostet 20 Fatigue, das zu machen. Dass ich jetzt als erstes dran bin. Okay. Blitz sie auf! Mal wieder den Schildschlag, weil ich gehofft habe, ihn hier runterstoßen zu können. Weil jetzt kann er meinen Fernkampf an. Ah, es hat sich verteilt. Das ist okay. Und es ist auf Fliegen. Sehr gut. Ja, da flog der Kopf. Es ist blutig. Und jetzt kämpft er aber nicht mehr richtig. Slap! Nee, nee. Hier wird schon noch. Wird schon noch Blutbad angerichtet. Er hat versucht, meinen Fernkämpfer anzugreifen. Jetzt wird er aufgeschlitzt dafür. Ich mag Sono. Also Sono trifft geile Sachen. Sehr gut. So, Sono hat auch wieder ein Level Up. Einziger. Wir haben uns nämlich eine Rüstung gekriegt für 65 wieder. Und noch einen Dolch, einen besseren. Rüstungen haben wir es nicht so. Die machen wir bis jetzt noch ziemlich platt. So, der Kampf ist vorbei und wir kriegen die dämonische Statue. Und war sie es wirklich wert, das Leben so vieler Menschen? Ich weiß, was du denkst. Ich weiß nicht, was heißt, ist der Ultner? Wir treffen eine komische Gestalt. Eine fremde Gestalt. You are thinking that what if someone paid good money to steal that artifact? What if someone would pay me a good deal of money? Perhaps more than... Okay, wir haben jetzt die Option, dass wir 530 Kronen kriegen. Wenn wir dieser Gestalt das geben. Das heißt aber, dass wir unseren Contract failen und das mögen Dürfer gar nicht. Und da wir aktuell noch die Ambition haben, dass wir eine freundliche Stadt haben wollen, würde ich das hier nicht tun. Also, ich würde sagen, nee, auch wenn das mehr Gold ist, wurden bezahlt, das zurückzubringen und bringen es deswegen noch zurück. Also, weil wir wollen ja uns mit den Städten anfreunden. Deswegen, let's go. 260 Kronen.
Ja, Taverne. Könnten wir jetzt bezahlen, will ich aber eigentlich gerade gar nicht. Und wir brauchen. Wie steht es mit unseren Verletzungen? Wir haben ja auf jeden Fall ein Level-Up. Ne, ein Level für Xeli auch. Sehr gut. Das ist ein Dreier, das nehme ich auf jeden Fall mit. Mehr Resolve. RHP. So das Wichtigste. Jetzt sind wir bei der Level 2 Skills sozusagen, die man passiv nicht mehr kriegen kann. Da haben wir Execution, das heißt, wenn jemand eine Verletzung hat, machen wir 20% extra Damage. Das ist für Fernkampf. Du kriegst weniger Abzug der Hit-Chance, wenn du irgendwas, was hinter einer Deckung steht, also mit einem anderen Charakter, weniger Abzug. Das ist die Initiative, wird als Bonus drauf gerechnet zum Ausweichen. Das ist nur relevant, wenn man eine niedrige Rüstung hat, weil die Initiative wird durch die verbrauchte oder akkumulierte Ermüdung reduziert. Das heißt, das wird im späteren Verlauf des Kampfes immer schlechter. Nur am Anfang richtig geil. True Path Easy Resolve Erhöhung wäre auch nicht so schlecht. Brauchen wir, glaube ich, aber noch nicht. Negative Status Effects. Achso, ja, das gibt sowas. Es gibt Blutung und Vergiften. Das und Charmed, das ist alles eine Runde verkürzt. Charmed ist zwar ein Ding gegen Hexen. Also Charmed heißt, dass der Typ dann gegen uns kämpft, kurzzeitig. Status Effects that have their effects. That have their effects grow weaker over several turns. Goblin Poison. At their weakest state from the start. Es könnte, glaube ich, gegen schwere Sachen. Und das ist halt, okay, Kopftreffer machen keinen Extraschaden mehr. Hier kann ich schneller wechseln. Hier darf ich nochmal rollen. Einfach. Und bei Student kriege ich 20% schneller XP. Ich glaube, ich will aber Recover haben. Auch bei dem. Für den Fall, dass er halt geschielt wurde und sowas hat, dass er dann ordentlich zurückhauen kann. So, ja, noch mehr Skill für noch mehr Hits. Melee Defense, Range Defense. Initiative ist nicht so geil bei ihm. Könnte ein bisschen eher dran sein. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen Range Defense mitnehmen, für den Fall, dass er versucht zu hitten. So. Executioner. Ich glaube, ich würde auch bei dir gerne die mehr HP mitnehmen, weil ihr halt alles Frontliner seid. Und dafür mehr HP zu haben und weniger Verletzungen zu kriegen, ist sehr, sehr wertvoll. Gerade am Anfang. So, jetzt haben wir hier die Brigands wegschieben und den Watchtower finden für 300. Ich würde einfach mal nach Bergau gehen. Bisschen moven. Wir reparieren noch, brauchen noch zwei Tools dafür. Medical Supplies. Mod. Das ist übrigens die Mod. Kann es nicht lesen. You bring and sucks abuse. Nö. Doch, ich muss mich jetzt nicht anlegen. Ich bin eh schneller auf dem. So, Rebuilding Effort heißt, sie kaufen Holz für 35% mehr. Und haben selber weniger Holz. Weniger Recruiten. Das ist übrigens auch eine Mod, die das hier anzeigt. So. 390, Secure Sunken Tombstones. Fick dich! Ich stehe nicht auf Untote. So, den langen Weg werde ich, glaube ich, nicht machen. Können wir einfach hier rumgehen, um wieder bei Rotenburg anzufangen und da mal zu gucken, was da eigentlich abgeht. Wir sind jetzt von hier rum mehr hier rumgereist. Das heißt allerdings, haben die hier irgendwie. Ja, 25% mehr ist natürlich doof. Wir haben zum Beispiel Salz hier. Salz ist auch ein Handelsgut. Wenn es dem Dorf gut geht, ist das Salz hier ziemlich fett. Kann man an vielen Stellen ganz gut verkaufen. Bin ich jetzt noch gar nicht zugekommen. So, und die Medical-Dingensbums. Wir haben hier nämlich schon eine Bandage von Anfang an dabei. Die sollten wir mal geben, weil dann können wir nämlich Blutung direkt stoppen. Kostet zwar 6 AP und 5 Fatigue, aber verhindert halt den Rash, Cut Artery, Cut Neck Vein, Grace Neck Injuries. Oh, die macht's auch weg. Frische Varianten davon. Ich sehe es hier gerade.
die das auch haben, das würde ich gerne mal mitnehmen, so für meine Frontliner. Dass die dich... Nee, Sacred, du hast noch nicht verdient, du bist noch Level 1. Dass die gönnen können. Bessere Rüstung? Ach stimmt, die Kopf, ja doch 45, doch kann... Ja, kann ich machen. Ja, nur ne, es ist halt um 5 besser. Aber dafür hat es Fatigue minus 3, das ist nur ein Fatigue minus 1. Ich bin nicht sicher, ob sich das wirklich lohnt. Bei Sono wahrscheinlich, bei Xeli wahrscheinlich okay, weil er so viel Fatigue hat. Bei den anderen wäre ich mir nicht sicher, wie das halt nur 5 besser ist von Hitpoints. Achso, die hier meinst du, die 65er, ne? Ja, auch die soll man vielleicht verteilen. Ja, doch, Sono hat sich das auf jeden Fall verdient hier, sonst kriegst du ein besseres. Ich müssen wir uns für Sacred auch die beste Rüstung snacken. Kriegst du die? Damit du zumindest ein bisschen Rüstung hast und nicht komplett wird aufgeschmissen. So, ihr kauft für 11%. Das ist ja richtig shit. Achso, und den, aber den Dolch soll man auch noch verteilen. Du hast nämlich einen schlechten Dolch. Das hier ist ein besserer. Und ich gebe auch jemand anderen noch Dolch mit, weil... Wir wollen ja im Zweifel, wenn wir einen Gegner noch haben, aber wir von ihm die Rüstung haben, ja, dann wollen wir ihn Tode dolchen, weil Dolch hat den Skill. Moment. Hier, Puncture. Das ignoriert komplett Rüstung. Geht direkt auf HP. Was natürlich relativ cool ist, um die Rüstung zu bekommen. So, dass hier jetzt ein blöder Contract ist, ist echt. Wobei, das ist nur 390. Wir können es auch mal probieren. Ich würde nochmal speichern. Und ich würde mal probieren, wie das funktioniert. Ob wir das Ding. Es ist nur 390, also eigentlich ist es nicht so schwer angemeldet. Das sind Sunken Two Stones. Nehmen wir das. Moment, was wollt ihr denn von mir? Ach, come on! Also, wenn ihr mir jetzt gefolgt seid, bis hier runter. Was ist denn das jetzt für eine Action? Wir müssen ein bisschen gucken. Hier oben ist ein Plateau. Aber wir haben keinen guten Vorteil davon. Ihr fight, wenn er hier rumgeht. Ich würde mal kurz warten. Ja, sie scheint ja hier rumzugehen. Dann würde ich mich hier versuchen hinzustellen. Die beiden hoch. Hallo Zwubelchen, wunderschönen guten Tag. Die wollen meinen Arsch, sagst du? Ja, der scheint hier rumzulaufen. Die haben keine Range-Dudes. Die haben nur Nahkampf. Das ist sehr, sehr gut für uns. Oder? Ja. Shield Wall. Okay, und der läuft hier unten rum. Was echt nicht so smart ist. Shield Wall hier komplett durch. So, jetzt könnten wir den beschießen für 54. 57 da oben, weil er näher dran ist. Hier geht's ganz gut. Ich war die letzten Tage bloß ein bisschen gestresst, weil wir heute eine große Geburtstagsfeier haben. Mit, ich glaube, über 10 Leuten angemeldet. So, da würde ich einfach auf den schießen, ne? Hier, bap, zack. Okay, das darf ich nicht mehr, weil das... Ach, das kostet einen AP-Punkt. Okay. Und ansonsten... Ich hatte Geburtstag und meine Freundin zusammen. Wir haben sehr nah beieinander Geburtstag. Er hat geschielt, Waldet! Du Sau! Ich glaub's hackt! Abstechen! Dankeschön. Oh, was ist das denn für ein cutes Emote? Wow! Das ist fucking cute. So, wir sind schon mal hier komplett durch der Rüstung durch. Stirb! Jawohl. Ich gehe noch einen Schritt nach oben. Weil ich das Gefühl habe, die wollen an meine Leute ran. Boah. Xeli hat es einfach komplett weggeballert. Party. Ja, das ist so ein bisschen der Plan heute Nachmittag. Wir mussten aber dafür noch viel in der Wohnung umräumen, aufbauen, weil auch irgendwie 6 Leute bei uns übernachten wollen. Wird eine spannende Erfahrung, glaube ich. Wird eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Also da geht's
geht's heute rund. Wir fangen hier 15 Uhr an, deswegen kann ich noch ein bisschen streamen. Ich habe gestern schon Kuchen gebacken, ein Riesending. Einen ganzen Blechkuchen voll Schmand-Mandarinen-Streuselkuchen. Ja. That's the shit. Saufi. Nee, ich trinke doch gar nichts. Ja, und du machst halt keinen Damage. Das ist halt ein Problem. Sind wir ehrlich. Ben trumpft auf. Ja, mal sehen, ob er auftrumpft. Erstmal muss hier unser... Ah, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. 58, 63. Armed with a shield. Hm. 68, 64. Ich übernehme nochmal einen. Hat nicht funktioniert. Ja, geil. Ja, have fun. Ich würde mich gerne nächste Runde als erstes bewegen. Slap, slap. Ah, darf ich nicht mehr bewegen. Natürlich schlecht. Nein, das ist, ich wollte die 3 machen. Nein, ich wollte die wegnocken. Scheiße. Ah, du blutest auch noch. Ach, scheiße, ey. So, dann musst du ihn aber jetzt wegnocken. So. Wenn du mit der hier weniger getaggt wird. Ja, gut. 39, 32. Pixin! Ja. Ja, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt doppelt schlecht. Das ist triple schlecht. Ja, nee, also, Moment. Wir müssen nochmal neu starten. Den Kampf gab's nicht. Hast du eine D&D-Party? Wäre auch mal geil. Was denn für eine D&D-Party? Ah, hier haben wir den Highground auf unserer Seite. Wir bürgen überhaupt irgendwie hoch. Kommen wir hier hoch? Doch, wir kommen hier hoch. Dann gehen wir erstmal hier alles hoch. Also hier schön, wir kämpfen vom Hügel aus. Ihr könnt mich alle mal. Wir gehen hier komplett zurück und kämpfen vom Hügel aus. Wenn wir auf dem Geburtstag D&D spielen und in D&D feiern. Ja, aber D&D ist ja eigentlich am interessantesten, wenn es länger geht, oder? Längerfristig. Ich bin irgendwie nicht so ein Fan von One-Shots, bin ich ehrlich. Da bin ich early. So, wir machen jetzt hier zu dann mit den Leuten. Vielleicht wollen wir Solo lieber ein bisschen in die Mitte packen. Weil der Damage macht. Ich hier hin und den machen wir an die Seite. Also bei den Pflegern brauchen wir einfach mal wirklich noch einen viel besseren. Ach, der kann ja nicht laufen. Ricky, beweg deinen Hintern. Scheiße. Dann müssen wir doch hier oben Platz machen. 66er Chance. Hit ihn! Jawohl. Popping off. Ey, nicht zurückwerfen. Ich hab's hackt. Machen wir es so rum. Ja, wieder in der Mitte, ne? Also. Wir wollen ja nur mal durchlaufen lassen. Kommt ran, ihr Mistkrüppel. So. Selbe hier. Was? Selbe hier spielen DSA jetzt über mehrere Jahre einfach so. Einfach besser so. Dauert ja lange. Fährst du um 10 Uhr an und endest um 10 Uhr am anderen Tag. Genau. Machen einfach mal eine 24 Stunden Geburtstagsfeier, da sehe ich mich irgendwie nicht. So, wenn die werfen, müssen wir aber das machen. Da müssen wir Shield wallen. Wenn ihr komische Kacke werft, davon da hinten. Der da. Arschkeks. Könnt vielleicht noch einen zweiten Rangy-Dude gebrauchen. Oh, die kommen. No! Da dürfen sie nicht hochkommen. 64, 72, 16, 16, 72. Der hat einen Knüppel, der kann uns stunnen. Aber den haben wir schon erwischt. Oh, ich habe vielleicht ein bisschen was mit der Fatigue übertrieben. Sacred, du musst hier oben verteidigen.
Ja, du musst da oben verteidigen. That's your fucking job. Die beiden musst du aufhalten. Oh nein, ich stehe schon dran. No. Weg mit dir. Das habe ich nicht gesehen. Schon mal 8 Stunden gemeistert. Lass dich aber Wochen vorbereiten. Will gar nicht wissen, wie man sich für 24 Stunden vorbereiten muss. Dann geh mal hier hin. Und nehme ich hier nicht einfach so hoch. So, Xeli muss dann hier halten. So, und du machst ein Shield War. Und du stehst dahinter und ruhst dich aus. So, dich kann ich jetzt nicht mehr treffen, sinnvoll. 64, 72, 57. Tue ich nie so wenig. Ah, Armed with the Shield. Bisschen so 5. Ja, dann auf dich! Hau ihn! Ey! Ich hab's hackt! Als ob ihr von da unten trefft! Die haben halt übel viel gute Rüstung, ne? Muss man mal so sagen. Muss man einfach mal ernsthaft sagen, dass die haben richtig viel gute Rüstung. Und ich nicht! Mann! Renn einfach. Renn einfach hier hin und ihr müsst hier laufen kommen. Das halte ich für eine gute Idee. Oh nein, das sind. Nee, das war nicht gut. Das kann ich nicht, weil. Ist engaged in Melee. Oh, in Melee engaged geht das nicht. Es trifft wenigstens. Idealer. Das ist doch scheiße. Ich sehe nicht einer von den Wichtigen. Wir hatten Ben, Ricky und Sono. Nee, Xeli war keiner von den Wichtigen. Das ist aber nur ein Nebenkampf, Mann. Von dem ich nicht rechtzeitig weggelaufen bin. Ihr Arschkrampen. Immer auf den Kopf, Alter. So, du hast. Du hast natürlich eine Kopfrüstung, ey. Natürlich supi. Du eine Kopfrüstung hast. 73, komm, danke. Umgelatzt einfach im Nahkampf. Aber dass die halt keine Moral verlieren dadurch, wenn ihre Leute sterben, ist echt ein bisschen shit. What? Stop throwing that shit! 60, 61. Du bist aber fast tot. Komm schon. Jawohl. Haben wir den ersten oder den zweiten umgelegt. Holy moly, Alter. Schlitz ihn auf. Das könnte bitter werden. Hä? Was muss ich denn dafür klicken, damit er das macht? In der Target. Save yourself or another character from bleeding to death. Hielt hier jemand? Das not hier Hitpoints. Hm. I don't know. Ich mache aber den hier, glaube ich. Er macht aber 2,43er, die hittet. Inklusive einer kaputten Hand, die er ihm gegeben hat. Das ist ziemlich geil. Eine kaputte Hand reduziert seinen Skill. Boah, der darf nicht immer zuhauen. Uff. Okay, der ist auf Fleeing. Dann nehme ich mir dich vor hier unten. Du bist auch auf Fleeing? Sehr gut, 2 Leute auf Fleeing. Und der hat nichts mehr zum Werfen. Das ist nur noch der hier oben. Den wir jetzt angehen müssen. Ja, runterhauen.
Da ist nicht mehr als ein Unterschied und dann kriegt er Schaden, wenn er runterfällt. Dann gehen wir wieder hier hin, weil der will wegrennt hier. So, gehen wir auch noch hier hin. Wenn wir ihm hier mehr Free Hits reingehen. Das war nochmal ein Kopftreffer, na supi. Peaks, Peaks, Motherfucker. Arschcakes. Also den Nahkampf anzugreifen. So. Die scheinen keinen Bock mehr zu haben. Nachdem sie meine Leute weggeballert haben. Arschgeigen. Gebt mir wieder so eure Rüstung. Halt. Ja, okay. Jetzt ist Xeli halt gestorben, nur weil es irgendwelche blöden Idioten meinten, lass mal vorbeigehen. Ja, ich habe ein paar Tools, ein bisschen Gold gekriegt. So gut, das Gold reicht wenigstens aus, glaube ich, um Xeli quasi zu ersetzen. Ja, und noch einen besseren Helm. Ja, also habe ich aber das Problem, es wird schwierig mit dem hier, ne? Sunken Tombstones am Arsch. Also. Wird halt jetzt echt problematisch. Pff. Was soll's, wir brauchen Leute. Was kannst du? So, was hast du gerollt? AP ziemlich gut. Fatigue max. Resolve okay. Initiative nicht so gut, aber was soll's. Ja, Low Roll of Melee Skill. Ja, du wirst nichts treffen. Okay. Kriegst du eine Piekserei. Und das. Und sowas. Und sowas. Das ist das von dir gewesen, glaube ich, ne? Moment, wir können dir eine bessere Piekserei geben. Wir haben einen besseren Speer gekriegt. 30 bis 45. Kriegst du jetzt, damit du überhaupt was triffst. Scheitert den Kopftrefferschaden. Weil das macht einfach keinen Schaden, das ist einfach nur scheiße. So, da haben wir einen Dreier, das ist gut. Das ist ein Eins, das ist schlecht. Wir wollen HP haben, wir wollen Fatigue haben. Gerade mit dem Speer jetzt wieder, so. Adrenalin. Nee, das. Guck. So, wir haben noch einen Sacred Level Up. Jawohl. Da triffst du deutlich besser. 3%, um genau zu sein. Du hast hier einen guten Roll auf die Defense. Du hast ein plus 5 auf Fatigue. Go. Und du kriegst auch erstmal Kolossus, damit du mehr aushältst. So, weil Fatigue kann man bei dir jetzt ziemlich entspannt. Ach so, okay. Und wir haben auch ein Level Up. Ich will besser schießen können. Eine Range Defense, da sehe ich mich. Initiative? Initiative vielleicht. Und hier wollen wir auch Bullseye haben, damit wir mal eventuell jemanden raussnipen können. So, jetzt haben wir hier auch halt Verletzungen, die in 3 Tagen irgendwann sich auskurieren. Ja, fett. Gibt's eine Armor? Well, what? Der arme, der Typ am Arsch der Welt, was hatte der für ein Angebot? Yo, what? Am Ende der Welt. Am Ende der Welt. Wo nix drumherum ist, aber der Rüstungsschmied, der hat alles. Der hat alles. What the fuck? 1900er Helm. Ne, 2600er Helm. Ihr seid doch nicht mehr... Klar. Klar. Kauft aber nur für 8%. Also der ist nicht am Ankaufen, der Dude. Die kaufen ja alle nur für 8%. Das ist natürlich Shit. Wollen mich eigentlich nicht verkaufen. Ja. Wie lange haben wir noch Essen? 6 Tage. Ja, gut. Okay. Geld 13 Tage. Das ist dann auch irgendwie... Müssen wir uns halt ein bisschen erstmal erholen vorher. Das ist so der Knackpunkt. Weil wir haben so viele Verletzungen jetzt hier drin. Hier auch, du hast jetzt auch nochmal Pierce Zeit.
2 bis 4 Tage. Will heal by tomorrow, 1 bis 2 Tage. Und the 3-Day Bruised Leg, Initiative. Ja, ich glaube, einen Tag werden wir warten müssen, wa? Einen Tag werden wir warten müssen. Und wir reparieren unsere Ausrüstung natürlich auch. Lift auch. Wir mit ordentlicher Ausrüstung reingehen können. Moment, haben wir jetzt wieder was Besseres gehabt? Ja, wir hatten wieder den 110er, ne? Hier. Hat Ricky genug Ausdauer? Ich glaube, Ricky hat nicht genug Ausdauer. Der kann ein Xan sein. Xan der Zweite. Dann kriegt Sacred ab, hat aber genug Ausdauer, kriegt den Helm. Ja. Hier habe ich einen 20er. 40. Komm. Bisschen kann ich haben. Alia Luxeli, wunderschönen guten Tag. Da kommt ja der Übeltäter. Habe die Ehre. Hallihallo, Sono. Stimmt, du ja auch. Ups. Hier nicht mit deinen Füßen und Dinge treten. Wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Ja, du hast richtig die Nase gebrochen. Ihr habt nach was Glitzerndem gebuddelt in irgendeiner Spalte und dabei hast du ihm einen Stein auf den Kopf geworfen. Und deswegen hat er eine gebrochene Nase. Das ist aber normal so und das ist schon eine Weile so eigentlich, dass man den Chat eine Weile zurücksieht. Also das habe ich schon Jahre gespielt auf Twitch. So, will hier bei Tomorrow. Ja, das hier würde ich halt schon ganz gerne gehealt haben. Pierce-Zeit ist dann halt so. Haben wir es jetzt irgendwann? Jetzt. So, Attack! Tombstones. Was mit der Nase passiert. Genau, jetzt haben wir hier nämlich Untote. 7 Stück sind übrigens oben. Ja. Wir werden irgendwo hier an so einer Engstelle kämpfen wollen. Wo wir hier. Na, wobei. Eher hier. Ja, ist alles nicht so geil. Also, wir wollen ja eigentlich, dass sie hier hin. Dass wir dann mit 2 angreifen können, aber hier ist halt generell eng. Wahrscheinlich eher hier so. Können wir hier 1, 2, 3 gegen 2 kämpfen. Eine Überzahl. Da kommen wir, glaube ich, hin. Dann halt hier oben noch. Alles gleich in grün, so in die Richtung. Deswegen laufe ich erstmal. Ein bisschen zurückzuziehen. Ich musste am Morgen meinen Opa vom LKA holen, Landeskrankenhaus. Dann habe ich Verspätung. Ich hoffe, es wird entschuldigt. Natürlich nicht. Was denkst du denn? Sehe ich aus, will ich alles entschuldigen? Hallo? Ist einfach vollkommen okay, dass du nicht da warst. Ja, wie gesagt, die stehen halt leider wieder auf, aber die haben alle keine Waffe. Also, ich sehe 2 Waffen bis jetzt. Die haben literally keine Waffe, die hauen mit ihren bloßen Fäusten zu. Ich hoffe, da passiert nichts. Der hat eine Waffe und der hat eine Waffe. Und der hier hat ein bisschen Rüstung. Und der. Und der. Der hat einen ganz netten Helm, glaube ich. Achso. Also seitdem wir die Scaling übrigens angemacht haben, ist irgendwie das hier unten irgendwann wieder weg. Bin ja gar kein Mod, muss ja gar nicht 24/7 Channel sein. Doch, doch. Auch nicht Mods müssen 24/7 Channel sein. Das hast du schon richtig verstanden. Das ist schon der richtige Ansatz. So, wir wollen hier hin. Der hat den besseren Speer. Deswegen gehst du mal hier hoch. Du gehst hier rein. Du gehst hier rein. So, jetzt haben wir unsere Aufstellung, wie wir die haben wollen. Bin ich schon eigentlich? Ja, genau. Ist nämlich 24/7 hier. Wenn du nicht da bist, dann denke ich immer, Sono ist krank. Dann mache ich mir Sorgen um dich, ja? Und das willst du ja wohl nicht. Also, musst du vorbeikommen. Ich kann nichts treffen, ne? Dead life. Die sind da nicht nah genug rangekommen. Wir warten. Die haben eine ziemlich niedrige Initiative. Okay, die laufen echt viel nach oben. Ist jetzt nicht so optimal. 2 oben, der Rest noch unentschlossen hier in der Mitte. Ich glaube nicht, dass die rankommen nächste Runde, ehrlich gesagt.
Nee. Aber schießen können wir. 68, 65. Ich bin auf dich. Helfen wir dem da oben. Mal beenden, können wir beenden. Letzte. So, ich glaube nicht, dass sie den kompletten Weg schaffen. Ach, man weiß ja nie. Wir machen mal eine Spearwar mit ihm. Mach mal eine Spearwar mit ihm und die anderen können ja immer noch warten. Passiert. Kannst auf jeden Fall warten. Du kannst auf jeden Fall warten. Ah, sie kommt doch ran, aber ich treffe halt nicht mit meiner Spearwar. Das ist natürlich. Oh Gott, hier kommt auf jeden Fall nicht. So dumm, die Spearwar zu machen. Das war Erschöpfungsverbrauch, der nicht notwendig ist. Ja, hier will ich aber noch nicht rein. Du kannst den Schritt hier hoch machen und dem einfach nochmal eine geben. Slash! Sehr schön. Kannst warten. Du machst hier wieder eine Spearwall. Du machst hier wieder eine Spearwall. Hier habe ich jetzt Hindernisse, das will ich eigentlich nicht. Immer noch ein Hindernis. Aber hier nicht mehr, ne? Haha! Bam! Und jetzt gehe ich wieder hier runter. Und warte ab, was sie tun. X! X! Oh! X! Da ist übrigens die Spearwall weg, wenn einer das durchbricht. Also solange da sich keiner nebenstellt, zählt die Spearwall als intakt. Was sehr, sehr hilfreich. Oh, der darf angreifen jetzt. X. X. Hat sich gelohnt, die Spearwall, würde ich mal behaupten. Die hat sich hart gelohnt. Was mache ich jetzt damit? Eigentlich kannst du mit der Spearwall fast alleine halten hier, ne? Wir sind ja vor ihm dran, nächste Runde. Und einfach da oben stehen bleiben können. Was? Ach ja, die kommt zurück. Das ist so ein Problem. Ich komme ein paar Mal wieder, bis man sie köpft. Ich habe, glaube ich, keine guten Köpfwaffen. 74. Gib ihm. Nein! Ich darf nicht nachladen. Achso, weil ich nachgeladen habe, diese Runde, ne? Slash ihn weg. Also hier oben ist es auch für mich okay, wenn ich fighte. Ja, da bin ich immer noch in Überzahl fight. Die beißen halt einfach. X. Oh. Damit ist das Spearboard durch. Damit ist das ein Problem. Aber da die hier noch rankommen wollen, gehe ich mal hier in die Spearwall. Oh, der trifft aber auch nicht. Stun 2. Wir müssen darüber reden, wie gut sie treffen. Und der kann stunnen. Aber du bist wichtiger, weil du gegen einen Range-Dude dabei bist. Blitz ihn auf. So, müssen wir halt hier auf Dingens. Moment, wollen wir wechseln? Wir können auch warten, dass er ihn vielleicht platt macht. Oder, ja, dann kriegen wir auf jeden Fall. Kriegen wir auf jeden Fall aufs Gesicht. Wir warten erstmal kurz. Okay, die Rüstung ist durch. Hör auf zu beißen! Hör auf zu pieksen! Sie haben halt wenig Ausdauer, deswegen. Aua, können die wenig machen normalerweise. Ach, come on! Hör doch auf, die 90er zu rollen, wenn du 70% Trefferwahrscheinlichkeit hast. Und er hat keine Ausdauer mehr. Scheiße. Ja gut, dann müssen wir uns jetzt selber helfen. Einmal gepiekst haben wir schon. Wir wollen als nächstes dran sein. Sehr schön. Und laufen dürfen wir aber nicht mehr. Nur ein Schlitzer. Komm schon. Blitz sie auf. Der hier ist halt. Ja. Xander 2 ist gerade wieder gestorben. Er hat nicht lange durchgehalten, sagen wir mal ehrlich. So, hier, recover. Recover that shit. Ach, come on. Ach, come on. Geh weg.
Du hast kein Body-Hit mehr, deswegen gehen wir da drauf. Er muss sich ja alleine halten, der arme Ricky hier unten. Während sich hier oben mit denen vergnügt wird, den Wiedergängern. Ach du Schande. Ach du Scheibenkleister. A kind gesture. Dankeschön. Ach so, nur ist er doch. Du bist doch ein verrückter Dude. Den habe ich eher platt als den da, aber der ist. Aha. Ich will den zuerst machen. Jawohl. Sono, dankeschön für deine 2 Geschenke-Subs. Einmal an Ricky, einmal an Zwubelchen. Moment, Sono revanchiert sich für das Geschenk-Abo von Lumi mit einem Geschenk-Abo an Ricky. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, Twitch, aber whatever. Ah, wenigstens hat er reingepiekt. Erstmal die im Hintergrund töten. Twitch sagt, du hast dich revanchiert. Du hast dich eindeutig revanchiert. Hallo? Danke, Sono auf Himmel. Hört doch auf, wieder aufzustehen. Peaks, Peaks. Ach komm, bist doch fast tot. Ah! Jetzt hast du doch meinen Nahkämpfer erwischt. Ich muss dich mal hier anfangen, um wieder zu schlitzen. Das hilft ja auch schon mal. Schlitz! Schlitz, habe ich gesagt! Und die beißen und schlagen immer noch auf unseren Ricky hier ein, ey. Farbe! Was? Warum bist du jetzt lila? Ich habe tatsächlich einen zweiten Account auf Steam, Son of Heaven, richtig lustig. Nice one. Ja, okay. Jetzt haben wir noch einen. Also, jetzt muss man sagen, Ricky hat das hier gehalten. Er hat hier Helmsklamm verteidigt, ja? Und unseren Range-Dude. Also, kann ich jetzt nichts sagen. War er gut dabei. Ich will eigentlich gar nicht hingehen. Ich will mein Armbrust wieder nachladen. Warum höre ich irgendwie Gestöhne? Du hast die Farbe bei mir nicht gewechselt? Bei mir schon. Bei mir funktioniert. So, finally. Ja, Xan hat wirklich kein Glück. Ich glaube, Xan sollten wir sein lassen. Der stirbt nur. Das hat uns genau nichts gebracht, außer dass wir halt den Auftrag erfüllt haben. Schade. Also am Anfang ist halt vor allem das Hochleveln der wichtigen Dudes das Ziel. Alles andere ist nebensächlich oder wird nebenbei gemacht. So, jetzt haben sie keine verängstigten Villager mehr, jetzt haben sie Disappearing Villagers. The fuck, Jungs. Oh, seid ihr anstrengend. Wir verkaufen immer noch keinen guten Preis, das Salz. Das Salz ist immer noch kein guter Preis. Moment, ihr hattet auch Armor on. Oder hier einfach. Bild. So. Tja, jetzt haben wir hier ein Level Up für Sacred. Guck mal. Auf jeden Fall mehr Skill. Mehr davon. Und ein bisschen Resolve. Und ein Perk kriegt er auch noch. Ein extra Damage auf Kopf, wobei das einen ganz guten Kopfschutz. No Action Point once per turn. Das ist halt dann zum Abstechen ganz geil, die Quick Hands, weil dann kannst du auf einen Dolch wechseln und noch zweimal Peaks machen. Anstatt nur einmal in der Runde, wo du es wechselst. Ist der halt brave, das ist schon insane. Sono, Ricky und Ben. Und du bist der Einzige, den wir noch zusätzlich behalten haben. Alle anderen sind weggestorben. Aber schon 2 brave Dudes. 5 Resolve. 41er Base Resolve. Ist kein guter Background, um wirklich Resolve pushen dabei. Soweit ich weiß. Aber hier ist Resilience, Steelbro,
Oder Recover, wahrscheinlich eher Recover. Wir immer ordentlich schnetzeln können. Weil du wirst auch ein ganz guter Damage-Dealer werden. Nochmal halt eine Runde muss man aussetzen, aber dann geht's wieder. Würde ich sagen. So, was habt ihr jetzt hier für einen Auftrag? Irgendwas verängstigt euch? Think about payment. 550, aha. Hunt down with terrorizes. Nope. 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 Thank you. Nope. Hier gibt's nicht mehr, hier gibt's gar keine Rekruten mehr in dem Dorf. Geil. Ja, geil. Damage dealer to the max. Also Sono, du bist übrigens auch schon dabei und ich habe schon heute mal gesagt, ich glaube, ich liebe Sono. Das war so ein Zitat, was gefallen ist. Die sind auch in einem Rebuilding-Effort. Ich weiß gar nicht, wo ich Holz herkriege. Auf der Karte habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Haben wir irgendwo Holz? Du bist ein Tanner, du bist ein Herbalist. Workshop, Goatpens, Ore Smelters, Blast Furnace. Holz aus. Ein Holzfällerlager suche ich sozusagen. Karte, das kann man nämlich sehen. Gut, hier ist eine Ruine. Gatherers hat hier, Lumberjack Camp, da gibt's Holz. Wenn man Holz haben wollen würde, ist relativ weit weg. Du bist. Doch, du bist schon ziemlich gut. Hast Melee-Skill schon ganz gut. Hast Melee-Defense mit Schild tatsächlich. Hast keinen guten Melee-Defense. Nicht, aber. Du hast einen ganz guten Attack-Wert und du hast Resolve. Oh. Also Ultra-Damage, die will ich nicht sagen, aber du hast schon ordentlich mit deinem Schwert geschlitzt. Du bist schon ordentlich durchgeschlitzt. Okay, was haben wir hier noch für einen Auftrag? Was liefern für 340? Wazi al-Salam in Qadim. Ich glaube, so weit runter will ich nicht. Da drüben, da. Nee, danke. Gehen wir zum nächsten. Er hat immer sowas wie Sono gleich Tank. Wassertank oder Dieseltank? Mehr so Damage-Tank. Bluttank in dem Fall. So. Das sieht ganz gut aus. Secure the Ruined Wooden Watchtower. Denke ich, sollte machbar sein. Außerdem brauchen wir noch jemanden. Hier gibt es nur teure Leute. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Northwest Provisions. Ne, ich glaube, ich würde das mal nehmen, weil es einfach nur eine lange Mission ist. Ja, ich glaube, wir nehmen auch mal die lange Mission, weil das sind 2 Tage nach Nordwesten. Vorher müssen wir mal gucken, wir brauchen Tools. Oh Gott. Daher werden wir die jetzt mal nehmen. Die lange Mission. Accept. Let's go. Und da gibt's Holz, genau. Das ist der zweite Punkt. Wenn ich eh da oben bin, kann ich ein bisschen Holz mitnehmen, um das hoffentlich teuer zu verkaufen. Aber jetzt müssen wir auch uns keine Nahrung Gedanken machen, weil wir werden von denen vernahrungt. Along the road, a woman jumps out of the tree line beside the path. Oh, thank God, my prayers have been answered. Please come quick, my grandpa has fallen down the well. He turns and hurries away. I guess we can help her. Helfen wir der Frau, die aber aus den Büschen am Wegesrand springt. Das ist jetzt eine gute Frage. Es kann scheiße enden, dass wir wieder eine Verletzung kriegen oder einen Kampf. Oder wir sagen einfach, wir haben keine Zeit dafür und sind weg. Kann aber, glaube ich, dann negative Launeauswirkungen haben, wenn wir einfach abhauen. Was sagt ihr? Was sagt der Chat? Helfen oder nicht helfen? Also, 1 für helfen, 2 für nicht helfen. Glaube ich, das Einfachere. Wenn noch jemand da ist. Du bist für helfen. Okay. 2,5. Ricky hat schon eine Meinung, wenn ich das sehe. 1. Okay. Bis jetzt sind mal 2 für helfen, 1 für nicht helfen, 3 für helfen. Okay, das sind 3 gegen 1. Damit gehe ich jetzt auf helfen. Okay. The repairs of the wooden part of the front, we are standing atop the wellhead, the only place to go down, very, very far down. As you look over the edge, the well, you can see the old man floating in a matter that is most unlively. Okay, also wir sehen den Mann schon tot im Brunnen schwimmen.
Ricky sits up next to you and whispers using their hand to keep his words from being heard. He is not moving. An expertly observation, truly, also. You inform the lady that the man's passing. She pursues her lips and asks that you remove the body anyway, explaining her reasoning rather succinctly. He can't be drinking his fills after all. Ja, das ist halt das Nächste. Also du kannst Leichen in einem Brunnen nicht liegen lassen, also du kannst den Brunnen nicht mehr benutzen. Fair enough. Okay, Ricky managed to hook a rope loop around the corpse and pull it up. It limps dangling loosely like white wash rags. He asks if she needs you to bury it too. Loon wipes a tear and shakes her head. Now I bury that fella myself, weep over his grave tomorrow and then get on with living. Okay. Wir haben geholfen. Jetzt weiß ich nicht, ob das irgendeine Auswirkung hat. Xan 2 died. Xeli. Stimmt, Xeli ist ja auch gestorben. Ja, Ripp, Alter. Also uns sterben die Leute ziemlich hart weg gerade. Also wir müssen, eigentlich bräuchten wir die Leute, die deutlich mehr, länger leben und besser leveln. Weil unsere Ökonomie dadurch ziemlich hin ist. Wir hätten übrigens in Hindesdorf nach Leuten gucken können, die wir mitnehmen wollen. Unsere also Ökonomie ist dadurch ziemlich für die Hunde. Hatten wir noch einen besseren Helm bekommen? Nee, noch nicht. Das ist natürlich blöd. Von Brigands, aber das sind 6. Oh, die versuchen uns zu kriegen. Ja doch, die kriegen uns. Die kriegen uns. Die waren sauschnell, by the way. Okay, jetzt müssen wir die Karawane verteidigen. Wenn die Esel sterben, haben wir verloren. Hier steht auch noch ein Esel, auch wenn man das nicht sieht. Weil der im Busch steht. Ich kann uns hier einfach mal reinstellen. Da. Hidden. Jetzt wissen die nicht, dass ich hier bin. Da steht der Esel. Greift doch nicht an! Ihr Vollpfosten! Oh shit. Er versucht uns mit der Schleuder abzuwerfen. Die haben ja auch noch. Die haben so viel Range. Der wirft. Der schießt. Der hat eine 2er Range und der schießt. Kann ich hier hochgehen? Einfach mal so machen? Und ich stelle mich hier unten drunter. Euch treffe ich auch nicht. 46, 43, 25. Boom! So getroffen, Wahnsinn. Ich bin mir nicht sicher, ob die auf mich gehen. Ich glaube, die gehen wirklich sehr viel auch auf die Esel. Ja, die gehen auch einfach vorwärts auf die Esel. Ugh! Das ist eklig. Ich glaube, den Kampf muss ich nochmal neu starten, weil das habe ich nicht gut gemacht mit dem nach oben ziehen. Wenn ich versuche, nur auf die an der Rüstung vorbeizuhauen. Ja, RIP. Bin ich, glaube ich, sehr schnell sehr tot. Ja, und der macht hier halt Ranged-Shit. Okay, dem geht es schon mal nicht mehr so gut. Das ist sehr schön. Der kann halt die Sohn nicht angreifen. Aber dem geht es noch schlechter. Das ist noch besser. Nice, hat ihn abgestochen. Mit einer komischen Schleuder da hinten auf. Nope. Okay, die sind ja super aggressiv, gerade unsere Jungs da. Das ist nicht smart von denen. Die haben keine Rüstung und gehen mit dem Nahkampf rein, also. Belastet es doch mir. Ihr habt mich doch angeheuert dafür. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, und wir pieksen dich jetzt tot, ja? Sehe ich das richtig? Wo bist du jetzt dran? Das ist keine Steine mehr, oder was?
Der schießt halt auf die Esel, die Sau. Der schießt halt echt auf die Esel. Und ich glaube, du warst das, ne? Schön. Das war ein richtig schöner Hit. 34 Body-Hit. Lecker Schmecker. Ja, aber die Karawane stirbt gerade. Stirbt mir einfach gerade weg. Acht und... Nee, 86. Und wir rollen zweimal über 90. Ja! Hör auf die Edel zu schießen! Natürlich, du, der weniger Damage macht, der trifft beide. Der hat übrigens einen guten Flyer. Hör auf die Esel zu schießen! Du bist ein Drecksbatzen. Du hast jetzt keine Armor mehr, ne? Jetzt schneiden wir dich hier auf, so. Jetzt darfst du nicht mehr attacken. Du darfst nicht mehr Range attacken. Ich hab's hackt. Aber ich hab keine Ausdauer mehr. Du darfst jetzt auch nicht mehr Range attacken, Arschkeks. Aua. Hör auf zu stunnen. Hier wird nicht gestunnt. Schneid sie auf. War wieder Sacred, war das wieder, ne? Sonos hier. Nächster, ja schön. Also Sona hat 290er gerade gefailt. Das hat er heute schon besser hingekriegt. Sind wir mal early hier. 75 und er rollt 87 und 89. Ricky, wir müssen reden. Wir müssen dringend reden miteinander. Also es kann doch nicht sein, dass er hier alle so daneben haut. So, der soll fliegen, sehr schön. Der hat doch noch, das ist noch der mit dem Dolchlein, ne? Ja, geh doch. Ja, er kämpft aber noch tatsächlich. Der ist voll irre, der Typ. Ja, geh doch. Das nächste Mal, wenn ich dich alleine gegen Untote verteidige, sollte ich gehen, oder wie? Nee, du sollst treffen. Wenn du uns alleine gegen Untote verteidigst. So, Sono hat ein Level-Up. Nice. Und wir haben eine gute Rüstung gekriegt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben eine Rüstung gekriegt. Die können wir direkt mal ausrüsten. Ricky, hier, du bist ja unser... Hier, ich gebe dir sogar die Rüstung dafür, Ricky. Ja, ganz entspannt. 265er. Und du hast die 80er. So, du hast jetzt die beste Rüstung von uns mit 110. 110, so, Sono Level Up hier. Skill mal ein bisschen mehr Treffergenauigkeit. Resolve, I guess, und Defense, damit wir weniger getroffen werden. So, Backstabber. Bringt 10% extra Hitchance für jeden angrenzenden Verbündeten an den Gegner. Wir können besser ausweichen, wenn wir weiter wegstehen von Range Dudes. Field Expert, das will ich glaube ich nicht, weil ich will ihn glaube ich irgendwann mit zwei Handwaffen rumlaufen lassen, wenn er genug Trefferwahrscheinlichkeit hat. Schwere Rüstung macht weniger Fatigue, also Max Fatigue weg. Achso, und Initiative wird nur um 50% von unserer Fatigue, also von unserer Erschöpfung reduziert, die wir bekommen haben. Wir können raus und rein swappen. Ob ich ganz nett ist, dann könnten wir mit jemandem swappen. Wir könnten ihn taunten. Instead of defensive one and attack the taunting character over another potentially more vulnerable. Wir können taunten, dass er angegriffen wird. Wollen wir eigentlich nicht. Weil wir wollen ihn ja irgendwann auf zwei Handen sowas bauen.
vielleicht Relentless, damit wir eher dran sind im Verlauf des Kampfes? Hört sich eigentlich sinnvoll an, oder? Damit wir häufiger dann dran sind, wenn der Kampf länger dauert, weil die Fatigue der Gegner wird voll angerechnet und unsere dann nicht. Wäre ja relativ smart, denke ich. Oder halt Backstabber wäre halt die Bonus-Hit-Chance. Wäre übrigens in Kombination mit Quick Hands zum Niederdolchen sehr, sehr stark, wenn du den dann umstellt hast, wenn du einen Gegner haben willst. It's double to 10% for each ally surrounding and distracting your target. Würde ich mal mit Relentless, glaube ich, gehen lassen. Erstmal. Jetzt kommen wir hier nämlich bei den coolen Sachen raus. Und ich glaube, hier will ich vielleicht nicht Schwert nehmen, sondern eher Hammer oder sowas. Weil du kriegst extra Damage, extra Hitchance und meistens weniger Fatigue. Der war doch nicht der Kopftreffer, ne? Deswegen wäre vielleicht Hammer oder sowas ganz geil, weil später haben die Gegner halt viel Rüstung. Und dann einen guten Hammer-Guy zu haben, der einfach die Rüstung komplett wegbombt, wäre schon ganz geil.